Willkommen zurück in Legend of Zelda Majora's Mask. Also irgendwie ist der Zeitfluss gerade zu schnell. Ich konnte gerade die Sequenz nicht aufnehmen, weil ich gerade offscreen gewartet habe. Ich wusste gar nicht, dass es so schnell geht. Papier bitte. Yeah. Oh, du hast mich gerettet. Das ist hier reingeplumpst. Ich gebe es dir. Drei Teile gesammelt. Oh, diese Musik. Ich kriege gerade wieder so richtig Gänsehaut. Das muss man am besten unter Kopfhörer hören. Über YouTube. Zögere jetzt nicht. Sieh doch, du kannst jetzt hier hinaufgehen. Ich habe diesen Track auch in meiner Playlist drin. So, was passiert? Horror-Kit. Schwester. Ah, Tay, wir haben euch gesucht. Hey, Horror-Kid, wie wär's, wenn du diese Maske jetzt zurückgeben würdest? Hörst du mir überhaupt zu? Sümpfe, Berge, Ozean, Canyon. Rasch, die vier, die dort gefangen sind, bring sie her. Autsch. Du sprichst nur, wenn ich es dir sage, törichte Fee. Was ist los? Nein, lass meinen Bruder in Frieden. Horror-Kid, glaubst du wirklich, wir wollen jetzt noch deine Freunde sein? Nun, was auch immer. Selbst wenn sie jetzt noch kommen würden, können sie mit mir nicht mehr fertig werden. Seht nach oben. Versucht doch das Unabwendbare zu verhindern. Ach, das habe ich euch auch gar nicht gezeigt. Und zwar ist nämlich über dem O-Turm ein Mond. Und das ist kein gewöhnlicher Mond. So. Jetzt her mit meinem Instrument. Du hast die Ocarina der Zeit wiedererlangt. Prinzessin Zelda hat dir einst dieses wertvolle Instrument überreicht. Platziere es auf C und drücke A und C, um den Artefakt magische Töne zu entlocken. Drücke B, um dein Flötenspiel zu unterbrechen. Plötzlich kehrt die Erinnerung an Prinzessin Zelda in dein Bewusstsein zurück. Du hast also tatsächlich vor, Hyrule zu verlassen. Auch wenn wir uns erst seit kurzem kennen, kommt es mir vor, als würde unsere Freundschaft schon eine Ewigkeit währen. Unsere gemeinsamen Tage in Hyrule sind unvergesslich. Mein Herz sagt mir, dass der Tag kommen wird, an dem wir uns wiedersehen werden. Bis zu diesem Tag. Nimm dies an dich. Ich bete. Ich bete, dass deine Reise eine sichere sein wird. Als dir etwas zustößt, dann erinnere dich an dieses Lied.
und wie das Erinnerungen weckt. Die Göttin der Zeit wacht über dich. Wenn du die Hymne der Zeit spielst, wird sie ihre Macht dir beistehen. Wach auf! Du sollst nicht in Erinnerung schwelgen. Wir brauchen dich hier und jetzt. Diese alte Ocarina kann uns jetzt auch nicht mehr helfen. Wart's ab! Zu Hilfe! Göttin der Zeit, bitte hilf uns, wir brauchen mehr Zeit. Wo hast du denn dieses Instrument her? Trompeten. Was ist passiert? Alles hat von Neuem begonnen. Das ist der Mond. Was? Was hast du getan? Dieses Lied? Dieses Instrument. Dieses Instrument. Warte, das ist es. Dein Instrument. Der Maskenhändler hat doch gesagt, dass er dich zurückverwandeln könnte, wenn du ihm den wertvollen Gegenstand bringst, der dir gestohlen wurde. Hast du das etwa schon wieder vergessen? Na, dann lass uns mal hin. Hast du dem Kobold dein edles Instrument abgenommen? Oh, 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 du hast sie, du hast sie, du hast sie, du hast sie. Dann hör mir zu. Bitte spiele dieses Lied nach, das ich vortragen werde. Präge es dir gut ein. Spiel mir nach.
Diese Melodie hilft gegen böse Magie und unruhige Geister, indem sie sie in Masken verbannt. Das sollte dir in Zukunft weiterhelfen. Sehr gut. Zum Andenken an diesen Tag gebe ich dir diese Maske. Fürchte dich nicht, denn der Zauber ist in dir versiegelt. Wenn du sie trägst, erlangst du deine vorherige Form. Nimm die Maske wieder ab, um dich zurückzuverwandeln. Die Dekuschale fiel von deinem Antlitz. Drücke Start und positioniere sie im Inventar auf C-Stick links, unten oder rechts. Drücke C, um mit Hilfe dieser Maske in den Körper eines Deku zu schlüpfen. Drücke C, um dich wieder zurückzuverwandeln. Nun, ich habe mein Versprechen eingelöst. Jetzt ist es an dir, deinen Teil des Versprechens einzulösen. Was? Sag bloß. Meine Maske. Du hast sie zurückbekommen, oder? Was hast du mir angetan? Wenn du meine Maske da draußen zurücklässt, wird etwas Furchtbares passieren. Diese Maske, die mir gestohlen wurde, es ist Majoras Maske. Ihr haftet einen Fluch an. Es wird erzählt, diese Maske war Bestandteil von Hexenritualen eines altertümlichen Stammes. Weiterhin wird berichtet, ein übler und feindseliger Schleier falle über denjenigen, den die Maske trägt. Wenn man der Legende Glauben schenkt, war das Unglück, das durch Majoras Maske angerichtet wurde, so groß. Dass die Urväter sie aus Angst vor einer größeren Katastrophe in Finsternis versiegelten, um weiteren Missbrauch zu vereiteln. Doch der Stamm ging unter, also weiß niemand von der wahren Bedeutung der Kräfte, die dieser Maske innen wohnen. Aber ich spüre sie. Ich bin weit umher gewandert, um diese sagenumwobene Maske zu finden, und als ich sie besaß, spürte ich, wie sich ein düsteres Omen abzeichnete. Ich fühlte, wie das Entsetzen seiner Hand nach meiner Seele ausstreckte. Doch jetzt hat dieser Kobold sie. Ich flehe dich an. Du musst diese Maske bald wieder beschaffen, oder etwas Schreckliches wird passieren. Ich flehe dich an. Du musst es schaffen. Wirklich? Wirst du das für mich tun? Ich war mir sicher, dass du dich so entscheiden würdest. Das schaffst du. Du schaffst das. Du bist dieser Aufgabe gewachsen. Habe Vertrauen in deine Fähigkeiten. Hab Vertrauen. Okay. Diese Maske. Das Horror-Kid missbraucht die Macht der Maske, um all diese schrecklichen Dinge zu tun. Koste es, was es wolle, aber wir müssen das Schlimmste verhindern. Die Sümpfe, die Berge, der Ozean und der Canyon, was wollte T uns damit sagen? Ich wette, er meinte die vier Gebiete außerhalb der Stadt. Du findest sie im Norden, Süden, Osten, Westen. Aber was meinte er mit die vier, die dort warten? Ich habe keine Ahnung, wenn der Noasche zum Punkt kommen würde. Du sollst einfach losziehen und es herausfinden. Geradewegs durch dieses Tor führt ein Pfad direkt in die Sümpfe. Okay. Aber vorher werde ich noch etwas machen. Ich werde eben kurz auf Maskenjagd gehen. Das haben wir schon gelesen. Da 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 da
Zu dem Hund werde ich euch später noch was zeigen, falls ich es bis dahin nicht schon wieder vergessen habe. Ja. Das bisschen Magie, ne? Ernsthaft. Oh, junger Freund. Vier Tempel beherrschen das Land. In ihnen findest du verirrte Feen, wie ich einst einer war. Ich bitte dich, finde diese Feen und bring sie zu ihren Quellen. Auch sie werden sich für deine Hilfe erkenntlich zeigen. Erlaube mir, dir ein Geschenk zu überreichen, welches verhindern wird, dass die verehrten Feen von dir Angst haben. So, Maske Nummer 1. Beginnt das Haar der Maske zu schimmern, ist vermutlich eine verehrte Fee in der Nähe. Okay. Zeit, den Part zu beenden. Bis gleich.